Gut, dann eine Schlacht haben wir noch. Wow! Ja gut, so viel Armee haben sie gar nicht, aber Azog ist jetzt auch nicht so der Superhero. Sind die wenigstens ausgerüstet? Ein paar davon. Oh, das wird knackig, Jungs. Ausgerechnet auf der Map, die werden eh von zwei Seiten kommen. Das wird knackig, das sage ich euch. Das wird alles andere als easy. Oh Mann. Das ist... Puh. Schwierig, 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 schwierig. Okay, erstmal alles irgendwo hinziehen. Und dann... Keine Ahnung. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt schauen wir mal. Spinnen auf Bogenschützen. Spinnen auf Bogenschützen. Was ich machen sollte, ist das Zeugs einnehmen. Unbedingt. Unbedingt dieses ganze Zeugs einnehmen. Genau, den Höhlentroll töten. Und da unten kommen sie schon. Okay. Ich glaube, hier gibt es keine Gegner. Auf der linken Seite. Ich wollte halt wirklich sicher sein, weil das ist einfach wichtig. Hier... Mal gucken. So, die können jetzt gut kassieren. Ihr nehmt bitte das ein. So, wir haben ein Gebäude. Das ist extrem nützlich. Halt, das brauche ich noch. Da zerstören sie mir den Tunnel. Na gut. Sei es drum. Das kann ich auf der Abenteuerkarte dann auch wieder aufbauen. Das ist jetzt nicht so das Schlimme. Ich würde echt gerne die beiden Baumeister töten. Na, mal schauen. Erstmal bauen wir hier das Zeugs. Dann hier. Dann da. Okay, einen Feind haben wir schon mal erledigt. Das ist sehr nützlich. Das gehört uns. Jetzt wird's bitter. Jetzt kommen nämlich alle Gegner. Mach du mal den da. So, jetzt wird's wichtig. Und schwierig. Warte. Da brauche ich eine gute Position, sonst macht es gar keinen Sinn. Ich brauche eine gute Position zum Kämpfen. Und die sollte ich mir jetzt unbedingt suchen. So, Gift. Der geht da drauf. Alles auf diesen Helden. Ganz wichtig. So, Vergiftung. Und das große Gekloppe geht los. Und es gibt gut Geld. Sehr schön. Ah, die schießen dahin, das Katapult zerstören. Dann bauen wir jetzt hier eine Festung. Und vielleicht noch ein Sägewerk. Ah, es wäre cool, wenn ihr das Katapult zerstören würdet. So. Da hinten hat er Lanzenträger. Die sollte ich mir auch schnappen. Was hatten wir da noch? Okay. Das war gut. Die kriegen wir auch noch. Okay, und jetzt müsste dann eigentlich ganz ordentlich aussehen. Geld habe ich so viel. Ja, und da gehört uns fast alles. Dann bauen wir jetzt Spinnen und Halbtrolle en masse. Voll ausgerüstet. Das müsste richtig gut ausgehen für mich. Weil die Kohle habe ich ja. Ne? Die Kohle habe ich. Wow, können die weit schießen. Ach du Heilige.
Wow, von da hinten bist du... Wow. Das ist krass. Also das ist Respekt. Ah, in diesen Turm könnten Leute rein. Da schau mal einer an. Besetzbarer Turm. Gut, gut. So, der Aasop nimmt das ein. Wie viele Gegner haben wir noch? Drei. Ja, sollte nicht zu schwer werden. Weil so viel Platz haben die da nicht, sich aufzubauen. Wären sie von zwei Seiten gekommen, dann hätte ich mir da jetzt Sorgen machen müssen. Aber so ist das eigentlich kein Thema. Ich habe halt knapp 8000, 10.000 Ressourcen. Wohin damit, ne? Und ich gehe hier hin, stelle mich auf und gut ist. So, gleich gibt es einen neuen Baumeister und dann mal schauen, wie das hier aussieht. Na, Bums. So. Dann möchte ich Halbtrolle und Spinnen. Und das da. Ja, das Upgrade brauche ich jetzt gar nicht. Brauchen wir nochmal einen Baumeister. Und ja, dann warten wir jetzt einfach. Ne? Ich kann hier so schön aufbauen. Wie geht das denn jetzt? Interessant. Sehr interessant. Also so nicht, ne? So. So machen wir das nicht. Was soll denn der Mist? So, noch ein Spinnenhort. Jo. Du kannst gleich wieder hier. Baust dahin und die Küste. Ist zwar gefährlich, aber ist ja egal. Jojo, die schlimmen bösen Hilfe. Na? Okay. Haben wir es verteidigt? Sehr schön. So, dann bilden wir hier noch ein Dings aus. Solange ich die Kohle habe, mache ich das jetzt. Und ich habe eine Menge Kohle. In der Bank hier, also ist das alles gar kein Thema. Du musst ja nur aufpassen, dass er nicht irgendwann sagt, hier, ups, ich überlasse, dass man da grenzenlosen macht. Das wäre dann ein bisschen doof, aber naja, sehen wir dann, wenn es soweit ist, wird schon. Aha! Jetzt spielt er mit Schiffchen. Na dann. Alles klar. Blödes Schiffchen. Na dann. So, können wir das noch bauen? Okay. Also, dann rennen wir mal darüber. Da hat es ein paar Armbrustschützen. Ich würde wirklich gern noch die Feuerpfeile bauen. So. Nein! Nein! So kurz davor! Ah, das ist doch jetzt schon wieder doof. Bannerträger. Ja, vergiss es. Vergiss es! Sei es drum, whatsoever. Wir haben verteidigt. Ist okay. Passt schon. Ich glaube, ich habe jetzt hier alles verteidigt, ne? Das müsste eigentlich ziemlich gut aussehen. Denke ich mal. Wo schrumpft unser Reich? Das würde mich jetzt echt mal interessieren. Arnor gehört uns beinahe. Und ich hole mir Arnor. Ich werde mir Arnor sowas von unter den Nagel reißen. Aber hallo. So, da bauen wir noch einen Gang, da bauen wir noch einen Gang. Überall erstmal wieder Gänge bauen, weil ich keine Kohle habe. Und dann soll... passt da überhaupt noch was rein? Nein. Blub, 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 blub. Soll ich Dol Guldur angreifen? Jetzt schon. Aber es wäre eine Festungskarte, ne? Ich glaube, ich hole sie mir. Da sind bloß Zwerge und Uruk drin. Das müsste gehen. Drogoth ist eh viel zu stark.
Wo ist der Held? Ich hatte hier irgendwo einen Hero. Ist der... Wo ist der? Mit welcher Armee? Mit der nicht? Mit der nicht? Ist der in Minas Morgul? Ist der tot? Dieser Ker Andros. Ah, hier ist er. Okay. Da kann er auch stehen bleiben. Da steht er eigentlich ganz gut. Weil das hier ist safe. Das hier ist safe. Ker Andros kann der im Alleingang verteidigen. Da kann man angreifen. Das hier zu verteidigen wird... Warte mal. Ah, easy. Obwohl es der Hexenkönig ist, aber das geht schon. Dann schickt man den runter, den rüber, den dort hoch, den nach da und den nach da. Das heißt, an der Front stehe ich auch wieder safe. Und die Leute aus Bruchtal... Boah, schiebt man halt so viele. Wir gehen noch nach hinten. Fertig. Und dann greifen wir an. Drogoth bleibt, wo er ist. Schmeiß deine Armeen in den Schlund des Drachen, ist mir recht. So, dann wollen wir mal sehen, was haben wir jetzt hier noch für Fights. Den da, der wird easy. Oh, super easy. Der da wird auch easy. Der da wird auch easy. Die Gegner haben nichts mehr, schaut euch das an. Da Einheiten, brutal, 2. Die einzigen, die ein bisschen was haben, sind Mordor. Und nun die Zwerge, aber das war's halt auch schon wieder, ne? So, die meisten Kämpfe sind Harlendon. Das wird nicht ganz so easy. Und die braunen Lande. Das wird ganz easy. Oh Gott, er versucht's echt. Das sind halt 4 ausgerüstete Spinnenreiter mit Drogoth. Ich weiß nicht, wie er das schaffen will, weil alle seine Truppen, die er am Anfang hat, die sterben. Hier, da habe ich diesen Feuersturm, dann den Feuerball, den Himmelsfeger, wie auch immer das ganze Zeug heißt, Inferno. Und dieses Flap, 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 dass Leute auf der Stelle durch die Luft gewirbelt werden. Und dann kann das Viech halt noch fliegen. Baumeister zerstören, sowas. Also es ist... Ne? Los, Spinnen, los! Kommt schon, ihr Seeratten. Ah, ne, da oben sind sie. Ja, da gucken wir einen an. So, Festung. Das Teil. Auf jeden Fall aber die Fähigkeiten nicht vergessen. Ganz wichtig. So, der Drogoth. Nee, komm schon. So. Hier kannst du das draufhauen. Hier könnt's ja erstmal weggehen. Nee. Schön hier. So. Dann das Katapult zerstören. Und danach den da. Und die Spinnen. Die Spinnen rennen dann so rum. Und dann passt es schon. Und ja, der kümmert sich um den Gimli. Eigentlich müsste er das gar nicht. Ich sollte bloß die Baumeister zerstören. Perfekt. Aber trotzdem kümmere ich mich hier um den Gimli. Weil das muss einfach sein. So, wohin fliegt er? So, mal sehen, wie wirkt es jetzt gegen den Gimli? Gar nicht, der ist immun. Na dann. So, Spinnen. Dann guck mal weiter. Irgendwo muss er ja Baumeister haben, ne? Gut. Was haben wir hier? Nur sowas hier. Dann suchen wir einfach weiter. Haben sich die Menschen zurückgezogen? Nein, Mordor ist noch dabei. Okay. So, Mordor ist noch dabei. Wir sind vermutlich irgendwo da unten. So. Ich würde gerne mal wissen, wie viel Schaden das wirklich gegen den... Ah, warte mal. Feuerball. Komm schon. So, der Gimli ist irgendwo... Weiß nicht wo. Habe ich aus den Augen verloren, macht aber nichts. So, jetzt noch schnell das Gebäude zerstören. Komm schon. Ah ja, die brennen. Okay, die brennen.
passt. Der Drachenfürst wird das schon überleben. Kann nicht so schwer sein. Da bauen wir hier die ganzen Türme auf. Der Drachenfürst, der fliegt jetzt halt mal so ein bisschen durch die Weltgeschichte rum. Und ja, die Spinnenreiter kümmern sich hier um den ganzen Mist. Und gut ist. So, dann suchen wir jetzt hier den Gimli. Die greifen da an, die greifen da an. Die greifen dort an. So, wo ist jetzt der? Da ist der Feind. Baumeister stirbt, aber das macht nichts. So, die leben immer noch, aber das macht nichts. So viel haben die ja jetzt auch nicht mehr. So, dann die Mini-Spinnen-Erweiterung, weil die echt nützlich sind. Dann machen wir hier noch ein bisschen Vision, Sicht. Ah ja. Den können wir töten. Das ist sehr gut. So, der ist tot. Die können wir noch alle umbringen. Easy. Also der Drachenfürst ist saugeil. Sorry, aber das ist so ein Held. Da habe ich einfach nur Bock drauf, mit dem durch die Gegend zu fliegen, alles zu vernichten. Das macht so viel Spaß. Ich frage mich halt wirklich, wo er noch Baumeister hat, ne? Weil irgendwo müssen die noch was haben. Aber das finden wir schon mit der Zeit. Der kann ja auch kaum noch was ausbilden. So, den Ring haben wir auch. Den Ring nehmen wir jetzt mit und diesmal packt man in die Festung. Den Fehler, dass ich den Ring... Ja, das mache ich nicht nochmal. Nie wieder. Die Schlacht war zwar arschgeil, aber verloren habe ich sie trotzdem. Das muss nicht nochmal sein. Ja, dann zerstört er die wilden Orks, ist auch recht. Ja, ich brauche mehr Baumeister, hä? Na komm. Da lebt der Typ noch. Sehr schön. So, gegen den brauchen wir nicht. Aha! Und dann greift's da mal an. Da haben sie noch was, aber ich weiß nicht so recht. Die Orks interessieren mich halt eigentlich nicht, ne? Mach da mal ein bisschen Schaden. Oh yeah, das hat super viel Schaden gemacht. Oh wow. Da hat er schon wieder so eine blöde Halle gebaut. Gibt's doch nicht. So, den Gimli können wir jetzt töten. Dann ist der nämlich mal weg. Da hat es noch ein Türmchen. Aha. Ja, dann weg damit hier, Drachenfürst. Kann ja nicht so schwer sein. So, dann machen wir mehr Geld. Ja, ich hol mir nochmal zwei Baumeister. Schaden kann's ja nicht. Ah, die Zwerge leben halt immer noch und ich weiß nicht wo und warum. Da unten. Na denn. Da ist ein Baumeister. Den sollten wir uns holen. Oh wow, das hat Schaden gemacht. Aber wir bauen einfach willkürlich überall Zeugs hin. Na, endlich. So, mehr Spinnenreiter. Gold nehmen wir auch mit, Rohstoffe.
Können wir alles brauchen. Und die Spinnenreiter kommen jetzt nach Hause, weil so viele sind es nimmer. Naja, jetzt auf einmal gibt er auf. Dankeschön. Erst alle Truppen vernichten und dann aufgeben. Na dann. Na gut. Gewonnen. Sehr schön. Damit kann ich was anfangen. So, und ich glaube, dann haben wir noch eine schwere Schlacht vor uns jetzt, oder? Aber erstmal speichern. Weil das Spiel mir leider ab und zu einfach abstört.